Und los geht's, Teil 2. Schneiden, warte ganz kurz. Was? Schneiden wir beim zweiten Teil am Anfang so ein kleines, eine Zusammenfassung einfach rein? Ja, das kommt jetzt. Joey ist wahrscheinlich einfach sehr froh, dass wir heute nicht arbeiten. Okay, also halten wir fest, bis jetzt frontal ist in Ordnung. Das heißt, probiert schon mal links und rechts von ihm zu stehen, hinter ihm zu stehen und wenn das auch alles klappt, setz mich drauf. Ist das ein Plan? Das ist ein Plan. Das ist ein Plan. Wir haben jetzt genug Vorarbeit gemacht. Das ist nämlich schon Teil des Videos. Ha. Ah, danke schön. Ja, gerne. Hendrik lässt einfach keine Gelegenheit aus, um mich doof darzustellen. Ja, mehr Realität im Reitsport heißt es. Hier ist sie für euch. Bla. Okay. Yomi Baduya, liebe Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, wir nerven jetzt den armen Joe noch ein bisschen weiter. Und ja, genau, das heißt, in der Zusammenfassung habt ihr gesehen, worum es geht und ich muss jetzt nichts mehr sagen, ne? Nee. Ja, mein Ziel ist, ich war jetzt schon da, dass ich so grob an die Seiten kann, das wollen wir jetzt festigen. Dann möchte ich hinter Joey sein können und dann möchte ich auf Joey sein können. Und dann gucken wir, ob die Gitarre ganz bleibt und ob ich drauf bleibe. Ist ein Plan, ne? Ist ein Plan. So. Das heißt, ich nehme wieder meinen wunderschönen Akkord und versuche irgendwas an irgendeinem Rhythmus zu tun und multitaskingfähig zu sein. Für jemanden, der nicht gleichzeitig trinken und laufen kann, ist das schon was. Ja, guck mal, da habe ich gerade auch am Ende den Rhythmus verloren, weil ich so dachte, ist das schon der Moment? Jetzt aufhören, jetzt aufhören, jetzt aufhören. Das ist schon mal wesentlich weiter als beim letzten Mal. Ja, klappt gut, ne? Ja. So ein bisschen wie Stopptanz. Das ist wie Stopptanz. Und er denkt sich, wo bin ich hier reingeraten? Jetzt ist er gelangweilt. Naja, geht so. Das ist tatsächlich gerade auch mal einmal eine Übung, wo ich so ein bisschen auf die Hintern aufpasse. Gut. Das ist übrigens unser Hund, Joey. Nee, der ist da hinten. Das ist der Hund. So, okay, das hat jetzt erstmal ganz gut geklappt. Jetzt wollen wir einmal nochmal unser Pony damit abstreichen. Krass, ich muss sagen, ich hätte tatsächlich gedacht, er wäre sogar cooler. Ja, da ist unangenehm, ne? Ja. Joey ist ja eh so der, der Berührung gar nicht mal so cool findet. Ich frage mich, was Juri eigentlich die ganze Zeit da hinten sucht. Ja, irgendwas aus, eine Mischung aus der Tasche gefallenen Pferdeleckerchen und Pferdeäpfeln wahrscheinlich. Mythen und Legenden besagen, hier hätte jemand seinen Verlobungsring verloren. Vielleicht sucht sie den. Vielleicht sucht sie den, vielleicht findet sie den ja auch. Vielleicht auch das. Oh, das oh. Joey, wenn du jetzt weggelaufen wärst, hätte ich es verstanden. Nee, weitermachen musst du. Aufhören ist doof. Ja, aber wegen was anderem. Er ist Fan. Ah, Jennifer, das war falsch. Ja, das ist richtig. Nee, das war schief. Nee. Ja, nee, hört ihr das doch an. So geht der Akkord. Schreibt's in die Kommentare. Nee, also, generell würde mich mega interessieren, ob jemand das Lied erkennt. Ich mach gerade alles nur nicht. Reden wir einfach nicht drüber. Ja? Reden wir einfach nicht drüber. Okay, ich versuche jetzt irgendwie rumzugehen. Und ja. Ich spiele einfach weiter den einzigen Akkord, der sich auf diesem Ding gescheit anhört. Ja, los geht's. Kann die gar nicht festhalten, die rutschen mal runter. Die wiegt da ungefähr nichts. Die rutschen immer weiter. Ach. Lass das Ding bloß nicht fallen. Mach einfach jetzt irgendwas.
Wenn ich jetzt hier stehe und spiele. Ja. Was passiert? Nix. Er dreht sich um. Ja. Und was macht er? Er und kommt? Ja. Ach, ich. Ah, deswegen war der andere, glaube ich, auch falsch. Ich muss weiter vorne greifen. Ah. Ist doch kacke. Ich muss nur lauter spielen, dann kommt er näher. Ja. Er möchte, dass es endlich aufhört. Ah. Was tun wir hier eigentlich? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Feines Pony. Okay, jetzt kommt der doofe Teil, Joey. Möchtest du jetzt dich draufsetzen? Ja. New. Was wollen wir, wenn wir diese Dinge tun? Nee, entspannen, ist alles gut. Nur den Kopf runter. Ja. Gefährlich. Das ist aber auch. Ich dachte, Joey wäre klein, aber für solche Sachen ist er dann auch schon gar nicht so klein, ne? Das heißt, jetzt nerv ich ihn einfach wieder, indem ich Geräusche mache. Nimmt er den Kopf runter, ist das Geräusch weg, regt er sich auf, bleibt das Geräusch da. Ja. So, jetzt kommt der Kopf halt nicht mehr hoch. Ausgedribbelt, würde ich sagen. So, warte. Kriegt man hier was gegriffen, wo es so liegt? Weiß ich nicht. Nee. So ein Kinderspielzeug eigentlich, da muss man sehr feste draufdrücken. Ich glaube, hier guckt schon keiner mehr zu, wegen diesem... Weil es einfach unerträglich ist. Wegen diesem unerträglichen Geklampfe, ja. Das ist okay und verständlich. Komm, Joey, geh jetzt mal hier dran und dann mache ich das mal über dir. Und wenn das klappt, dann setze ich mich drauf. Aber dann brauche ich meinen Helm. Warte, den hole ich dir. Cool, ich park schon mal. Ja. So, der Helm. Okay. Hallo. Okay, Joe, wir machen jetzt wieder Geräusche, ja? Warte, oh, das ist, meine Finger sind aber so speckig von diesem Pferd. Reden einfach nicht drüber. So, Pony, jetzt muss ich mich so hinstellen. Oh. Es ist unbeeindruckt. Ja, das war jetzt ein schlechter Moment zum Aufhören, aber immer den Pöppis rüber. Ich möchte nämlich intakte Knie behalten. Gut. Drauf, oder? Ich hätte gerne noch mal einmal ein Head-Down vorher. Ja. Oh. Wir haben gesagt, ich kann das nicht. Da, ganz kurz. Ein bisschen Starthilfe. So. Genau. Ich weiß, du hast das alles. Dafür kennen wir dich. Joey ist halt nicht so das verspielte Pferd. Joey ist eher so der Grumpy. Ja. Kann ich dir das erst geben? Ja, bitte. Ich möchte das gerne auf freier Fläche machen. Ja. Ja. Achso, das Ding stecke ich aber jetzt in die Hosentasche und nehme gleich die Finger, weil ich muss zur Not das Ding einfach fallen lassen. Und dieses hier, Wegen des schwindenden Lichts würde ich sagen, bleib einfach hier vorne. Ja, ich wollte hier vor das Licht gehen. Ach, sehr, das machst du sehr gut. Willst du ihm das erst einmal zeigen? Wie ein Profi. Fein. Oh, fein. Gut. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Echt? Ja. Uff, so. Gut. Und los geht's. Erstmal durch. Wenn man solche Aktionen macht,
dann macht man das auch ohne Trense und Sattel, ne? Ja, klar. Immer. Immer. Das, sowas gehört sich so, das muss auch genauso sein, weil wenn, fällt man ohne Sattel netter. Also nein, nicht nachmachen bitte. Auf keinen Fall bitte. Wir haben bestimmt am Anfang was eingeblendet. Ja, haben wir. Ist ein bisschen blöd, das so tief zu halten. Aber es trägt zur Stimmung bei. Warte mal, wenn du das jetzt... Also wir, eigentlich sind wir ja jetzt fertig, ne? Eigentlich sind wir jetzt fertig. So, du machst einfach weiter das, weil das hört sich mega stimmig gerade an. Und ich mach mal weiter. Ja, warte. Aber so einzeln oder als... Nee, so, nein, so wie gerade. Dieses einzeln angeschlagene. Und damit befinden wir uns am Ende dieses Videos und verabschieden uns von euch. Jetzt muss ich... Mach einfach weiter. Einfach weitermachen. Ich versuche jetzt... Was sagen wir noch immer? Kann ich das anders halten? Ja, natürlich. Danke, dass ihr heute dabei wart. Das ist wie so ein episches Konzertende. Geil. Du musst das immer dabei haben. Ja, auf jeden Fall. Das war's mit dem heutigen Video. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich kann gar nicht aufhören zu reden, weil es sich wirklich so stimmig anhört. Lasst ein Like, ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Und denkt immer daran, jeden Tag, an dem ihr Pferd riecht, ist ein guter Tag. Noch, ja, nee, eins noch. Das wäre doch das Schlussgewicht. Okay, Henrik, du also, noch okay, mal. Ist... Das, also komm, ja, das Ende kriegen ja, wir noch. Ja, ja, okay, also jeder Tag, an dem ihr Pferd riecht, ist ein guter Tag. Okay, ja. Und tschüss. Das war's zwar mit dem heutigen Video, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier bei Joey oder auch hier bei Duke. Also ich glaube, ich würde bei Joey klicken. Nee, doch bei Duke. Oder doch bei Joey. Oder erst bei Duke und dann bei Joey. Ich glaube, das klingt nach einem Plan.